Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen hier zum Part Nummer 214 von Zelda Breath of the Wild. Wir sind heute hier im Stream Aufzeichnung Nummer 8 immer noch unterwegs mit einer der letzten Folgen und wir werden heute die letzten Crocs im Faerûn-Turmgebiet sammeln und danach geht es dann weiter Richtung Zwillingsberg-Turm, Turm der Zwillingsberge-Gebiet, Teil-Bums-Dings. Und als erstes Richtung Kakariko. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Video. So, und da sind wir wieder. Voller Elan, voller Bereitschaft. Speichere ich noch kurz mein Text. Nein, ich bin reingegangen. Mann, es geht so schnell, in den zweiten Bildschirm reinzurutschen. Das ist echt nervig. So, jetzt geht's wieder. Und jetzt geht's auch weiter. Ich habe keine markiert. Nein, habe ich nicht. Habe ich also vorsätzlich nicht getan. Das ist nicht so schön. Aber deswegen gehe ich jetzt richtig ran. So, den haben wir jetzt geholt. Dann haben wir hier rechts noch einen. Den werden wir sowieso gleich mitnehmen. Aber weil ich einfach mit dem Cursor jetzt schon da bin. Dann haben wir hier links. Den habe ich. Den habe ich. Den habe ich nicht. So, dann haben wir die. Ich muss mir die Kopfhörer wieder runterdrehen. Die waren irgendwie lauter. Schon gewundert. Und so. What the fuck, das war laut. Ey. Hier sind gleich zwei Stück. Wer die platziert hat, hat also auch keine Lust gehabt, anscheinend. Der hat hier einen platziert und der hat hier einen platziert. Wartet. Wie gesagt, mit einer Hand, weil ich halte die Karte mit der anderen, damit ich die Lichtreflexion besser machen kann. Dass ich das besser sehe. Damit ich die besser sehen kann, ne? Damit ich dich besser hören kann, ne? Okay. War nicht lustig. Ich versteh's. Auch Tiere haben nur Menschen. Und Gefühle. Den habe ich ja noch gar nicht geholt. Ach so, der ist vom Zwillingsturm. Da startet der nämlich. Deswegen habe ich ihn auch nicht geholt. Ne, der wird jetzt noch nicht geholt. So, erstmal zum Grünen. Wir werden auch heute wahrscheinlich länger als 22 Uhr streamen. Also für alle, die Lust haben, können sich dann an der Stelle schon mal sehr freuen. Das heißt, es wird locker ein, zwei Videos mehr geben als sonst. Und da ist ein Stein. Zack. Und ich brauche jetzt erstmal wieder Energy. Energy Berlin. Hit Music Only. Dieser Stream ist natürlich wieder gesponsert von Flasche. Irgendwann mache ich mir einen Button auf meinem Elgato Stream Deck, wo ich dann so ein Sponsored by Flasche Ding einfüge. Das muss ich aber auch erst animieren. Aber das werde ich, jetzt habe ich mir auch schon gesagt, das werde ich auf jeden Fall machen. Weil es halt echt lustig ist. Ich fand meinen Werbespot mega geil. Also es hat mir super viel Spaß gemacht. Sowas als Special Video mache ich echt gerne wieder. Aber es muss ja auch ein bisschen special bleiben. Wo soll ich den einlochen? Oh, unter mir, unter mir, unter mir. Boah, Alter, den sieht man richtig schlecht. Da kommt er. Jawohl. Ich habe es gerade einfach nur alles spammt. So, haben wir. Jep, jep. Okay, die beiden habe ich. Hä? Bin ich denn geistig ein bisschen umnachtet? Hier oben ist auch nochmal einer. Ja. Dann nehme ich mal die gelbe Markierung, entferne die und babs die hier hin. Dann sehe ich jetzt in der Overworld besser. So. Ich markiere jetzt noch keine neuen, aber. Was mir jetzt gerade so aufgefallen, so, hä, warte mal. Das ist ein Meteorstab, oder? Ja, das ist ein Meteorstab, den brauche ich nicht killen. Wenn ich ihn killen muss, weil er mir im Weg ist, dann mache ich es mit Eisfallen. Aber ansonsten ist er mir ziemlich Banane.
Oh, Banane. So, zack ich kn... Ey, zack ich knackig, habe ich gesagt. Fuego. Oh ne, ein silberner. Naja, einfach weitergehen. Ignorieren. Mir gerade ist mit ihm weitergehen und ignorieren wird schwierig. Da ist er aber. Wo ist der Stein dazu? Hm, kann ihn nicht finden. Kann der Stein nur sein? Ich weiß es nicht. Ah, es hat echt nicht gereicht. Aha, geblockt. Okay, da hätte ich einfach Y zum Schlagen drücken sollen. Perfekt. Das war perfekt. So, Stream läuft noch. Stream läuft super. Alles klar, Rukowski, Babydoll. Alles klar, Rukowski. So, spammen wir mal ein bisschen den Jump-Button. Zack. Penetrieren wir diesen Jump-Button. Okay, ach! Da haben wir zwei Sneaky Snitches. Nummer 1. Also da waren sie jetzt wirklich richtig unkreativ. Die laufen auch noch denselben Weg. Okay, also... okay, also das war jetzt wirklich übelst überflüssig. Du bist flüssiger als Wasser, denn du bist überflüssig. Ja. Das war noch nicht meine härteste Punchline. Meine härteste Punchline ist, du bist die Batterien, austauschbar. Oh yeah. Das ist meine härteste Punchline. Weil sie wahr ist. Zack, zack, zack. So, hier können wir wieder rennen. Ja, einmal rennen. Okay. So. Zack. Und da ist ein Stein. So, dann haben wir den auch. Dann haben wir jetzt noch im Wald welche. Zack. So, jetzt muss ich mal genau gucken. Welche haben wir denn jetzt überhaupt? Also den da. Ist hier rechts oben nochmal einer? Hier so? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich habe wirklich absolut... Wenn man mit einer Hand versucht, das Kack zu machen. Ja, irgendwie hier so. Ich habe aber keine Ahnung, wirklich nicht. Hier oben drauf ist nochmal einer. Das hätte ich mir denken können, dass da auf dem Kopf von der Statue einer drauf ist. Dann von hier aus haben wir irgendwas, was ich nach da links rübertragen muss anscheinend. Ach nee, der da oben ist ja ein anderes Gebiet. Dann haben wir hier nochmal irgendwo einen. Den sie natürlich mit der 32 eingekreist haben. Um mir den möglichst großen Abfuck zu geben. Da würde ich schätzen. Müssen wir gleich mal nachgucken, was die 32 ist. Und den letzten. Den am Kabinersee habe ich ja, ne? Der habe ich ja hier extra eine Detour gemacht, jawohl. Und den letzten. Den haben wir hier. Irgendwie hier. Immer diese B-Taste. Und dann sind wir mit dem Gebiet durch. Wir haben jetzt also die letzten Crocs gerade markiert. So, ich wollte noch nachgucken. Stimmt, die 32 habe ich gesagt. Okay, da kommt man nicht so einfach drauf, muss ich sagen. Das haben sie gut gemacht, dass sie den... wieder aufgezeichnet haben. Wir haben fast 70%, Leute!
Es geht voran. Sie muss irgendwo ein Steinchen liegen oder so. Ich glaube, sie ist wieder ein natürliches Objekt. Jo, blauer Kreis, natürliches Objekt. Ach, da vorne. Kann ich hier? Nee, schade. Das wäre lustig, wenn man die auf, auch mit diesem Motion Control werfen könnte. Das wäre cool. Also nicht zwingend, so härter du wirfst, so schüttest, umso stärker wirft er oder so. Das wäre zwar auch ganz nice, aber prinzipiell, mich würde eigentlich mehr interessieren, generell mit dem Werfen, mit der Werfenfunktion einfach dann, ja, zu werfen. Das wäre ganz cool. Ach, guck mal da. Dann ist hier oben irgendwo ein Würfel und den müssen wir da rechts einsetzen. Oder? Nee, der ist, da drüben ist irgendwo ein Würfel. Hier oben drauf haben wir nochmal einen anderen Krog. Da ist er. Auf dem Big Booty Bombenbaum. Der Big Booty Bombenbaum. So, da ist der Big Booty Bombenbaum. So, kurz ausgehustet. So, das Gelbe ist ein bisschen fail markiert natürlich. Natürlich. So. Weil es das Selbstverständlichste ist der Welt. So, ich will halt nicht unbedingt nach unten müssen. Ja, geil. Danke, Link, dass du da so zum Glück überhaupt nicht festhängst. Sage ich knackig. Er wird halt einmal reingeluppt, gelübt. So, ich hoffe, der steht da irgendwie. So halbwegs. Das war echt knapp. Also der wäre mir jetzt fast runtergefallen schon. Komme ich hier hochge... Ja, ich komme da hochgehasselt. Der ist an der Wand dran, ne? Das heißt, er sollte nicht runterfallen. Konkret correcto mundo. Ey. Oi. Geh ich ihn rüber? Hm, nee, er ist über Abgrund. Abgrunds. Shit, jetzt habe ich es richtig verkackt. Hier unten sind so viele Exile Force. Ich habe da keinen Bock auf die. Das dämliche Krallenrätsel hat mich ja auch mega aufgeregt, weil es eigentlich halt übelst easy war. Am Anfang hat es mich nur ein bisschen aufgeregt. Das war close. Shit, das habe ich erwartet. Wieso wollte ich den überhaupt hier zwischentragen? Das könnte mir vielleicht trotzdem noch ein Handy kommen hier ein bisschen. So. Streng die Handy. So, von hier aus kann ich es nämlich grabben, wenn er dazwischen liegt. Ich den hier raus manövrieren. Wo müsste der jetzt nochmal hin? Verdammt, ich weiß das gar nicht mehr. Hm, muss ich wohl nochmal rübergehen. Zack. Und er hat eins. Entschuldigung. So, der... Oh Gott, da ich mich jetzt an meiner Spucke verschluckt. Der, den ich jetzt mit blau markiert habe, der ist tatsächlich sogar markiert und der ist gut markiert. Ich guck mal, ob man da irgendwie einen Hinweis jetzt zu sieht. Ich hätte ihn übrigens gleich wieder hier drin lassen können. Den Magnetmodul. Naja, er hört mich whistlen, ich weiß. Das Whistlen hört man deutlicher als...
Ist es das, was ich denke, was man da machen muss? Eigentlich sah es nämlich gerade anders aus. Aber anscheinend... Ich möchte übrigens mal kurz hinweisen, das Master Schwert ist stark genug, um Gegner zu one-hitten. Der Strahl vom Master Schwert ist nicht stark genug, um auch nur ein bisschen diesen Stein da oben zu bewegen. Ich wollte es nur mal festgehalten haben. Na, wobei, nee, ich werde ihn schon in die Richtung schubsen müssen. Das wird wahrscheinlich nicht anders funktionieren. Irgendwie hatte ich gesehen, dass hier irgendwo was mit Metall ist, das er da oben rauf platziert hat, was mich jetzt ein bisschen verwirrt. Weil es so obviously darum geht, den... Alter, der ist aber richtig fest. Er ist halt auch nicht aus Metall. Hier ist auch generell nichts aus Metall dabei. Also runter shoppen geht, ne. Ist jetzt natürlich ein bisschen sehr suboptimal. Gut, dann nehme ich halt Doppelbogen, ne? Oh, Alter, der bewegt sich ja gar nicht. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Hey, das ist die 32, gell? Ja. Der muss runter. Aber wie muss der da runter? Also ich hab's jetzt gerade versucht, ihn wegzuschuppen, aber da geht ja nicht. Bewegt sich kein Millimeter. Meine Karte ist so kaputt schon. Oh, Schmiernacht. Na, oh, wieso jetzt? Egal. Den schubse ich jetzt noch runter. Der bewegt sich nix. Da bewegt sich gar nichts. Komme ich da schnell wieder hin? Ah, geht so. Hey, sorry, aber ich brauche irgendwas, womit ich das Ding bewegen kann. Sonst bin ich halt voll fett gearscht, ne? Ich setze mal meine Maske auf und guck mal mit dem Magnetmodul ein bisschen rum. So, aus. Nee, doch nicht. Oh, bleibt sogar an. Irgendwas in der Nähe. Ich krieg das da nicht runter. Kriegt ihn dann null bewegt. Das sind Kotzstein. Maxidorian gewesen. Doch, Alter. Oh, leck mich doch, Morsch. Ich hab mich schon gefragt, wann das nächste Mal jetzt kommt. Ah. Da. Was haben wir da? Dann war es aus Metall, eine Metallkiste. Die kann ich vielleicht missbrauchen. Uhr.
Ich hasse den Blutmond. Habe ich auch garantiert noch nicht erwähnt. Hier oben, ne? Dass ich mal so ein bisschen Orientierung habe, wo ich hin muss. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Das sind brechliche Kisten. Ich höre nichts. Bewegt sich nicht. Sehr gut. Also den restlichen Weg kann ich laufen. So, hier vorne ein bisschen links aufpassen, dann geht das. Also nach links aufpassen. Dann muss ich die Kiste hier nochmal kurz abstellen. Oh Gott. Ich dachte mir gerade so, oh mein Gott, bin ich behindert. So, das sollte es theoretisch sein. Man soll den Stein eigentlich nur runterholen. Ich find's lustig, dass Link den rollen kann, aber man es nicht schafft, den damit zu bewegen. Ich bin so dumm. Ich habe mein Masterschwert nur ausgerüstet gehabt. Ich bin so blöd. Ach, auf einmal kann man ihn ordentlich wegböllern, ja? Ihr seid so kacke. Oh, toll. Dann kommt er dir nicht mal so einfach hin. Was ist hiervon? Ich hasse mein Leben manchmal. Mann, das ist kacke. So, bei der Quelle. Wir müssen dahin. Ätzend. Leute, ätzend. Haben wir hier zufällig auch noch was Metallenes in der Nähe? Ich kann sie jetzt kann ich ja mal nachgucken. Wenn ich schon auf dem Weg dahin bin, dann nehme ich gleich irgendwas aus Metall mit. Falls was da ist. Ich glaube eher weniger. Nee, nicht wirklich. Mich jetzt auch ein bisschen arg gewundert. Oh, hier ist ja ganz schön tiefes Wasser. Ist echt nichts in der Nähe hier oben? Ist der Stein wenigstens wieder da? Ja. Ja, immerhin der respawnt. Hallo Alena. Na? Ich kann dich beruhigen, der Stream ist besser als der letzte Woche. Also es ist nicht so schlimm wie ich das, was ich erzählt habe. Es ist eigentlich genau das Gegenteil sogar. Also der läuft richtig gut. Also die Sachen, die ich so sammel, läuft richtig gut damit. Die hoch. Jo. Das eine ist jetzt gerade ein bisschen nervig, weil irgendwie die Game-Mechanik nicht ganz so richtig funktioniert hat, wie sie sollte. Aber ich denke, das liegt am Schaden vom Bogen, dass der dadurch nicht so viel Wucht erzeugt. Dumm ist es trotzdem. Ein Termin? Was für ein Termin?
Ach so. Den Arzttermin meinst du? Nee, habe ich noch nicht. Muss ich nächste Woche auf jeden Fall angehen, aber am Freitag, also jetzt Freitag hätte ich sowieso nicht anrufen können. Der hat da richtig beschissene Sprechzeiten, der Arzt, der hier in der Nähe ist, bei dem ich es erstmal versuchen will. Oh mein Gott, das war knapp. Der hat am Freitag immer richtig beschissene Sprechzeiten, irgendwie von 9 bis 11 oder so, und ich hatte heute richtig Stress auf Arbeit. Ja, komm schon, do it. Sonst muss ich die Kiste von oben nehmen. Aber nächste Woche, also ich denke jetzt auf jeden Fall dran. Ne? Do it. Ich muss sagen, jetzt gerade nervt die Bewegungssteuerung etwas. Aber wobei, so verkehrt ist es gerade gar nicht. Na, wobei doch, die nervt schon ein bisschen. Aber der Trick ist gar nicht mal so verkehrt. Jawohl. Also mein erster Mund und doch richtig. Dann ist das Bild voll verkackt, weil das sagt eigentlich, der Stein soll runter. Der soll nicht, er soll hier hin, sondern er soll runter. Der Pfeil zeigt richtig krass einfach nur daneben auf dem Boden. Nicht hier hin. Mal kurz zur Erklärung. Das Foto ist aufgenommen so aus der Perspektive hier ungefähr. So. Und der Pfeil zeigt, also ungefähr so, ein bisschen weiter weg die Kamera. Und jetzt, ja, hier, guck mal, hey, hier wieder Aufnahmefenster. Der Pfeil zeigt von hier aus auf den Stein und von hier aus hier runter. Einfach nur hier nach unten. Da muss er hin. Wie dumm ist das denn bitte? Also da haben sie das Foto richtig verkackt. Aber ich bin froh, dass ich, na, wobei eigentlich, nee. Ich bräuchte, eigentlich hätte ich keinen Hinweis gebraucht. Weil das sieht man anhand der anderen Steinstruktur. Anscheinend habe ich den Hinweis halt wirklich nicht gebraucht. Er hat eigentlich eher alles schlimmer gemacht. So, letzter von dem Gebiet. Ja, eigentlich ist es logisch, aber ich dachte mir so, hä? Wenn er da runter zeigt, dann wird es wohl so funktionieren, oder? Also. Kann ich da hin tele. Ja, ich porte mich. Geht schneller. Ja, also verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. $543. Ich guck mal noch nicht nach, wie viele Prozente wir jetzt gerade haben. Ich warte mal, bis wir jetzt den letzten Krog haben und dann gucken wir mal. Vielleicht haben wir schon die 70% voll. Ist mein Masterschwert wieder repariert? Nee. Wenn, dann wär's ganz hinten. 5 Minuten. Mann, so scheiße. Ah, ich dachte, ich hätte die Waffe gewechselt. Ach, Kacke. Ehrlich. Wirklich ehrlich. Ja, ich streame heute auch ein bisschen länger. Also, 22 Uhr ist ja so ein Standard. Ich war ja eine halbe, drei. Ja, vielleicht auch eine Stunde länger. Habe auch zwischendurch eine Pause gemacht. Eine kleine, kurze. Ich war heute wieder sehr aktiv im Trinken. Geht's wieder? Ja. Okay. Ah, wir haben noch keine 70%. Oh, wie schade. So, aber das Gebiet ist jetzt auch fertig. Dann würde ich jetzt noch das Gebiet vom Zwillingsturm nehmen. Da sind richtig viele Crocs, die ich nicht habe. Oh Gott, meine Nase juckt. Hattest du einen Termin oder warum musstest du weg so zwischendurch? Ah, gut, dass ich es umgeklappt habe. Da ist wirklich noch einer außerhalb. So. Fangen wir mal in Kakariko an. Ich war jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr in Kakariko, so beruflich sozusagen, unterwegs. So, welche haben wir denn da alle noch nicht? Also die beiden hier, die haben wir. Dann haben wir. Haben wir hier nochmal irgendwo einen? Wahrscheinlich hier auf einen der Vorsprünge. Dann haben wir hier unten nochmal die 17.
wo ich anscheinend zu blöd war, den zu holen. Aber hier die 18. Das ist auf jeden Fall auch bekannt. Dann haben wir hier nochmal einen irgendwo. Wahrscheinlich auch wieder auf einem Vorsprung. Den rechten habe ich, den hier. Und den da. Und den da links daneben bei den Bäumen. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Und wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Ihr bleibt immer auf dem neuesten Stand und es würde mich sehr unterstützen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, peace out, a Raccoon Stay Play. Ciao.